Damit auch die SCM-Fans gesund und fit bleiben, fand am Mittwoch, den 19. Oktober, der erste Gesundheitstag für Fans und Handballbegeisterte statt. SCM-Partner Strelo organisierte dazu gemeinsam mit den Handballern einen Handballabend in der GTEC Arena. Die Teilnehmer wurden über ein Facebook-Gewinnspiel der Strelo GmbH ausgelost. Rund 40 SCM-Fans hatten so die Gelegenheit, am Gesundheitstag teilzunehmen. Gemeinsam mit SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmidt begrüßte Christoph Strelo die Gäste und stellte die verschiedenen Angebote des Abends vor. Ja, wir haben zum einen die Möglichkeit, einfach für diejenigen, die nicht so gerne ins Schwitzen kommen, einfach beim Training der Bundesliga-Profis mit zuzugucken. Da einfach mal zu gucken, normalerweise sieht man ja immer nur das, was auf dem Spielfeld stattfindet. Heute einfach mal den Blick hinter die Kulissen, wie die Leistung erreicht wird. Und für diejenigen, die noch ein bisschen aktiv was machen möchten, haben die Gelegenheit, mit dem Jugendtrainer in der Nebenhalle zu trainieren. Und hinterher gibt es noch eine kleine Gesprächsrunde mit dem Team als solches, um einfach nochmal in Kontakt mit den Spielern zu kommen. Die Firma Strelo macht nicht nur die Handballfans wieder fit, sondern auch die gesamte Mannschaft des SC Magdeburg. Seit längerem ist die Strelo GmbH ein erfolgreicher Partner für den SCM und sorgt auch mit ihren Therapeuten dafür, dass die Spieler rechtzeitig fit für die kommenden Spiele sind. Also ich sag mal, unsere Mannschaft ist in einem hervorragenden körperlichen Zustand, auch dank Strelo und dem ambulanten Therapiezentrum hier in Magdeburg. Und wir können das einfach mal zeigen, wie das gelebt wird. Und dass man eben außerhalb des Spiels auch mal mitbekommt, wie ein Trainingsalltag aussieht und mit welchen Dingen wir uns befassen. Wie sportlich die SCM-Fans sind, konnten sie im Training mit dem Jugendkoordinator Felix Eckert beweisen. Er führte mit der Gruppe verschiedene Ballübungen durch. Rund eine Stunde lang hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, selber ein kleines Handballtraining durchzuführen und begaben sich in die Rolle ihrer Handballstars. Hast du heute trainiert wie Jakob? Die verschiedenen Ballübungen waren für jeden was, egal ob groß oder klein. Aber auch Abwehr- und Angriffstechniken wurden gezeigt und geprobt. Dabei kamen alle ins Schwitzen. Thomas, heute hier dabei, ein bisschen außer Atem gekommen? Ja, mächtig. Man ist sonst nichts gewohnt, aber auch gar nichts. Nach dem Training mit Felix Eckert hatten die rund 40 Teilnehmer die Chance, sich selber am 7-Meter-Punkt auszuprobieren. SCM-Rechtsaußen Daniel Pettersson gab eine kurze Einweisung und zeigte, wie es geht. Nun war es an den Fans, sich zu beweisen. Aber einer wurde dabei ganz groß. Der 5-jährige Jakob schreitet zum 7-Meter-Punkt heran und lässt dabei den Olympiasieger Yannick Krehn ganz klein aussehen. Wie ein richtiger Handballprofi. Ja, seitdem ich in Magdeburg bin, seit 2002, gucke ich immer Handball. Seit 3 Jahren habe ich jetzt eine Dauerkarte. Und Jakob habe ich vor 1,5 Jahren, also da war er knapp 3, das erste Mal mitgenommen. Und seitdem geht es ohne Jakob auch gar nicht mehr. Ein langes und intensives Handballtraining sorgt natürlich auch für großen Hunger. Und so fand noch ein kleines Zusammensein mit leckerem Essen statt. Hier konnten die Teilnehmer noch einmal in Berührung mit ihren Handballstars kommen. Ein zweiter Handballabend soll in der laufenden Saison stattfinden. Weitere Infos dazu werden auf der Facebook-Seite von Strelo bekannt gegeben.